Jo, moin Leute, Browser XL hier, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Jetzt sind wir immer noch bei der zweiten Season. So, und wir sind hier am Rande des künftigen Wohngebietes, das wir hier jetzt mal anfangen wollen. Ach, guck mal, hier kommt sogar, das war nicht mal bestellt, dass hier jetzt gerade der Bus vorbeikommt, der Flixbus. Aber, wenn er hier schon mal ist, dann können wir das doch auch mal genießen, dass er hier nochmal eine Runde vorbeifährt. So, das soll uns auch schon reichen. Okay, also gucken wir mal. Wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir hier diesen Bereich jetzt mal so ein bisschen mit Wohngebäuden ausstatten. Ich will jetzt nicht, da es halt eben entsprechend auch so dicht am Wasser ist, nicht unbedingt in Plattenbauweise jetzt irgendwie vorgehen, sondern eher doch Einzelhäuser, wobei wir hier hinten sicherlich auch ein paar in Anführungsstrichen Sozialbauten hochziehen können. Vielleicht hier noch ein Supermarkt oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, dann eine ganz feine Geschichte. Okay, lass uns damit starten. Wir nehmen uns jetzt einfach mal ein paar Häuser. Sierra Residential Assets. Wir machen da mal einen Sim rein. Wir machen ruhig mit Deko. Lass mal gucken. So schlecht sind die nicht, ne? Also, genau, wir machen das. Lass mich mal gerade mal eben gucken, ne? Da ist das. Okay. Genau, hier machen wir so ein bisschen so High-Class-Wohnviertel oder irgendwie sowas. Und hier machen wir jetzt die einfach dann rein. So, alles klar. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen zurecht. Pünktlich zum Autosave ist natürlich nicht so übel. Es hat halt eben eher so diesen Condo-Stil. Wir müssen hier vielleicht erstmal noch ein bisschen die Bäume abreißen, weil das gefällt mir hier jetzt so nicht unbedingt, dass die im Zweifelsfall da im Wildwuchs dann hier durchrauschen. Das tut nun nicht Not. Wir werden natürlich gleich noch ordentlich ein paar Bäume dahinstellen, das ist klar. Aber jetzt erstmal nicht. So, Residential an, das ist alles genau, wunderbar. Okay. Wir machen hier durchaus schon ein bisschen größere Geschichten, aber eher mehr so Apartment-Gebäude. Die dann erstmal gar nicht so schlecht hier. Lass mal gucken. Ja. Blub, blub, blub. Hier könnten wir eine versenkte Stadt machen. Das wäre sowieso mal eine Sache, dass wir irgendwo. Weil Kirchen müsste ich ja haben. So ein paar. Also diese Kirchen, die man ja kennt, die dann irgendwelchen Braunkohletagebauten, beziehungsweise halt eben entsprechend auch hier, sag schon, Staudämmen zum Opfer fielen. Wo man dann halt eben, wenn niedriger Wasserstand ist, die immer noch aus dem Wasser ragen sehen kann. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Da kann man mal irgendwie nochmal so ein bisschen in die Richtung was machen. Thank you.
Den ziehen wir ruhig jetzt mal ein bisschen weiter. Genauso wie die anderen auch. Die ziehen wir jetzt mal ein bisschen weiter rein. Und dann können wir hier noch so ein bisschen Parkplätze und sowas machen, weil ich sag's mal so, das was wir hier jetzt haben, die wollen natürlich ganz dicht an die Promenade, ist ja logisch, die wollen den Meerblick oder besser gesagt den Blick auf den Fluss. Die hier haben das nicht so sehr, die sagen sich, oh meine Güte, Hauptsache wir haben hier die Parkplätze, ne? Das muss dann schon sein. So, und dann lass uns mal den hier nehmen, weil der sieht eigentlich auch ganz cool aus. Kriegen wir den auch mit? Kollision? Das sieht ganz gut aus. Obwohl, wir können ihn ohne Kollision machen, können mit Terran Alignment dran gehen. Wir müssten hier halt eben jetzt auch so ein bisschen die anderen Geschichten verschwinden. Das müssten wir uns mal anschauen, weil das finde ich, glaube ich, nicht so richtig cool. Oh, doch, gar nicht so schlecht. Okay, das nehmen wir. Dieses Gebäude möchte ich, glaube ich, relativ zentral stehen haben. So, hier habe ich noch so einen Tower, den können wir hier noch mit reinstellen. So, das passt auch. Und hier mal ein bisschen Größe. Schön, aber der hier ist wiederum ganz nett. Dann können wir so ein bisschen hier so rumdrehen. Ein bisschen weiter weg. So, genauso wie den hier, denke ich mal, oder? Ob das, bevor ich jetzt hier zu viele hinstelle. Ich möchte, dass es am Ende passt. So, und wenn ich jetzt schon wieder hier diese Stufen sehe, dann gefällt mir das nicht. Jetzt habe ich auch Flughafen gemacht. Mit Flughafen habe ich so gar nichts zu tun im Augenblick. So, Terran Tools, wir wollen das Ganze begradigen. Dann gucken wir mal hier rein. Schon. Frage ist, geht es hier? Ich meine, es darf ja gerne so ein bisschen hochkommen, das ist ja okay. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel haben. Ich glaube, das passt. Und eigentlich wollte ich hier ja den Supermarkt machen, ne? Dann müssen wir ihn anders machen. Nehmen wir den hier weg. Dann können wir den, dann machen wir den hier hin. Zack. So, wir müssen hier dann natürlich noch rundherum so ein bisschen, zumindest mal bis da, die Geschichten anpassen, was
den ganzen Krempel angeht. In, ich denke mal, dass wir hier jetzt tatsächlich mal so ein bisschen wild sein können und mal in Anführungsstrichen so ein bisschen Chigimigi machen können, ne? So, der zum Beispiel kann hier das noch mit füllen, das Gelände, und dann machen wir halt eben den hier rein. So, und zack, keine weiteren Geschichten. Mache ich den noch da? Ja, der ist nicht so groß, den können wir da noch mit reintun. Boah, nö. Nö, 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 nö. Den will ich da nicht. Den will ich da nicht. Das lassen wir so. Nehmen nochmal das Terror-Tool. Und gehen hier jetzt nochmal ran, dass wir hier noch ein bisschen schmäler. So, und hier habe ich jetzt das. Kann ich, wenn ich konfigurieren. Return Alignment ist an. Okay, dann. Adios. So. Okay. Können wir hier noch so ein Asset machen? Ganz so groß ist das hier, aber halt eben so bricht ein bisschen richtig so. Ah, den finde ich ganz nett dafür. Glaube ich auch. So. Okay, gut. Haben wir hier erstmal genau das. So, jetzt können wir mal darüber nachdenken. Hier so. Office Commercial Skyscraper, das ist nicht das, was ich möchte. So, das wäre eher sowas hier. So. Da geht es natürlich sofort los. Wird sofort auf die Straße gegangen. Aber das ist halt eben auch so ein richtig schöner Prospekt. Okay, wunderbar. Da geht es dann hoch aus diesem Gebilde raus. Und hier können wir auch nochmal so ein bisschen das ist für die Gegend die Siege ein wenig zu groß. Was ich jetzt noch machen würde vorher ist hier rüber zu gehen. Den einmal noch ins Flachen. So. Und da machen wir den, glaube ich, noch mal rein.
Okay, andersrum. Sit. Und den ziehen wir mal richtig nach hinten. So. Weil dann können wir hier nämlich beikommen und machen wir vorne einen Parkplatz rein oder irgendwie sowas. Die sind sehr geil, ne? Aber halt eben entsprechend für diese Geschichte viel zu massiv. Und das wird eher sowas sein, das geht dann hinten Richtung Ditchheit oder so. Ach, der Kindergarten, ja wunderbar, den können wir noch hier mit reinsetzen. So. Wunderbar. Lass uns hier nochmal gucken. Das sind eher die alten Häuser, ne? In diese Richtung. Der wird hier schon ziemlich cool reinpassen, ne? Vom Effekt her, aber. Nee. Das werden wir so nicht machen. Nee. Das ist ein bisschen sehr. Oh, drei. Ah ja, hier, guck mal, das ist gut. Das ist schick. Das können wir. So. So, jetzt haben wir hier einen ganz hübschen kleinen Mix aus Platte und dann doch etwas gediegeneren Apartments. Da wird gerade alles weggentrifiziert oder irgendwie sowas. Das Ding ist schon sehr, sehr cool hier, finde ich. Da müssen wir uns auch nochmal was überlegen, wie wir das halt eben hübsch in Szene setzen. So, dann lass mich mal auf die Uhr gucken. Alles klar. Zeit haben wir noch. So, und zwar. Jetzt hier mal die Straßen wegnehmen. Und die lasse ich jetzt erstmal. So, weil, wenn ich das so richtig sehe, hier sind sie dann im Großen und Ganzen in der Art und Weise, wie wir sie haben wollen. So, und zwar, jetzt lass uns hier mal hingucken gehen. Das ist unser. So, und den will ich jetzt hier rein haben. Und den ziehen wir jetzt hier mal wirklich hart lang. Ja, nö. War schon richtig, ne? Da geht's dann hoch. Das heißt, wir gehen bis hierhin auf Höhe. So. Okay. Dann. Das gefällt mir. Okay. So, wenn ich jetzt hier bei käme,
und mal versuchen würde, einen Kreisverkehr hineinzubauen. Zwei Fahrbahnen, ruhig innerstädtisch. Innerer Radius 10, also das ist durchaus in Ordnung. Lass uns nur vorher die Straße hier ranziehen. So. Also wir brauchen mal mindestens einen, würde ich sagen. Nehmen wir mal den hier. Ach, die waren ja wieder so komisch zu setzen, ne? Warte. Zack. Sehr eng da drin. Die ist jetzt gar nicht mal mehr so hoch. Okay. Und jetzt könnte ich beikommen und den hier dahin wühlen lassen. So, das ist schon mal erstmal ganz in Ordnung. Und dann haben wir hier noch einen schönen Kreisverkehr, finde ich. Neige ich immer dazu zu vergessen. Dabei ist der natürlich immer ganz hübsch. Mhm. Okay. Und hier muss natürlich noch die Straße wieder angeschlossen werden. So. Gefällt mir jetzt erstmal per se von der Straßenführung hier ganz gut. Hier müssen wir jetzt noch mal ein bisschen das abarbeiten. Das ist... Achso, ach, ist ja auch kein Wunder, ich habe das falsche Werkzeug. So. Schon. Machen wir das hier. So, hier. Will ich irgendwie noch ein bisschen so. Heck! Nee, das ist das war falsch. So. Ja, doch lass uns das so machen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das werden wir so. Das machen wir so, genau. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Und dann hätte ich gesagt, haben wir das jetzt erstmal bis zu dieser Linie. Also im Sinne von alles bis hin zu diesem
Viadukt. Und dann erstmal vorbereitet. Sehr schön. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. So, okay. Gehen wir hier wieder zurück. Sehen wir erstmal zu, dass wir hier jetzt noch ein bisschen... Was ist denn hier passiert? Was ist das? What the fuck? Okay. Gefahren. Gut, lass uns mal schauen. Wir beginnen einfach hier hinten. Das dürfte am einfachsten sein. Ich denke mal, dass ich hier den Bahndamm auch betonieren werde. Aha. Das sieht aber... Okay. Ich habe nur irgendein abgefahrenes Anzeigenproblem. Das ist natürlich unschön. Aber gut. Gehen wir erstmal hier bei und... betonieren uns hier erstmal einen Wolf. Haben wir den hier auch noch mit angelegt. Was ich jetzt hier noch möchte, ist, das gefällt mir nämlich nicht. So. Und so. Das ist erstmal in Ordnung. Okay, prima. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt gehen wir hier mal bei und gehen mal noch einige Stufen kleiner zu Werke. Nehmen uns den jetzt hier mal. Weil. Mal gucken. Ich bräuchte jetzt US-Texturen dafür. Aber wir machen das jetzt einfach mal so. Okay, sehr gut. So, jetzt haben wir da das Ganze schon schön betoniert. Dasselbe haben wir mal hier gemacht. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich schon gut aussieht. Oder? Okay, dann kriegen wir hier jetzt aber auch wieder eine Unwucht, ne? Das ist mir aber egal, wenn wir nur mit dem Mad Hatter Platz zu Wege gehen. Dann sieht das Ergebnis ganz schön scheiße aus. Okay, weg damit. Das lassen wir jetzt erstmal so. Wir nehmen dann vom Mad Hatter die Parkplatz-Assets. Das wird dann... Das sind die Decals. Das brauchen wir. KK mal 2. Seht ihr, das meine ich nämlich, ne? Also das muss hier noch... Das ist noch nicht... sauber. Mhm.
Okay. Dann nehmen wir hier mal die Assets. Die hier schon welche. Zack. Nehme ich die so? Warum nicht? Ohne unterliegenden Beton. Hier kommt dann noch so ein gleich so ein trauriger kleiner Betonspielplatz oder irgendwie sowas da noch mit hin. Da gleich, aber das sehen wir dann. Okay, also hier. So. So, dann machen wir so ein paar klassische Spielgeräte hin, die aber nicht so richtig Freude aufkommen lassen. Aha. Wow! Okay, cool. Wo hab ich dich denn her? Ach, das ist der. Ja, Control Tower. Das ist aus dem Regionalflughafen. Okay. Das ist dann natürlich logisch. Dass wir den hier haben. So, wo ist denn... Der war jetzt nach hier geflutscht, ne? Und das war das falsche Gas. Sollte vielleicht geschnittenes Gas benutzen. Gerne auch das helle. So, da sind das Mülleimer noch. Ja, das ist okay. Die kann man da dann hinstellen. Dann machen wir gleich noch einen Zaun drum. Und dann ist die Sache auch erledigt. Okay, gut. Hier haben wir durchaus ganz viel Kies. Ich glaube aber nicht, dass ich dieses mit Kies im Großen umsetzen möchte, sondern eher mit was anderem. Aber das werden wir dann noch sehen. Jetzt geht es erstmal hier drum. Da nochmal ein bisschen Asphalt in Grau. Nochmal zu legen. So.
Okay, da brauchen wir auch wieder. Soweit, das können wir jetzt erstmal lassen. Dann gucken wir mal, wie wir das hier lösen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sorry. Ich habe gerade wieder 80 Kilometer in der Beine. Das merke ich. So, lass uns mal gucken. Wir können hier nochmal einen kleinen Parkplatz machen. Hier machen wir einen kleinen Parkplatz. Das hier drin lassen wir wahrscheinlich sogar so. Ein bisschen vielleicht Kies oder so, ein paar Wege, solche Sachen. Dann ist die Geschichte hier eigentlich auch erledigt. So, dann lass uns hier mal ein Tool. Wo nehme ich den, hä? Machen wir mal anders. Parkplätze, 10 sind hier sicherlich zu viel. Wir machen hier auch nochmal einzelne. Und so, lass mal gucken. Also hier gehen durchaus. Ja, nee. So. Kriegen wir hier noch was hin? Kann das nur absenken, ne? Wieder weg und wir machen hier irgendwie einen kleinen Müllplatz oder sowas. Und das ist auch eine Idee. Finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Dann einmal hier an dieser Stelle auch. So, und hier auch einer hin. So, und auch hier hätte ich gerne. Ach du Scheiße. Hier ist es ja ganz durcheinander. Ach so, deswegen. Okay, verstehe. Schon habe ich es da wieder. Das gibt's ja nicht. Schon habe ich es da wieder.
jetzt haben wir es platt gemacht. Okay. So, jetzt müsste ich auch hier im Großen und Ganzen. Okay, dann haben wir hier jetzt auch dort definitiv einen Parkplatz. So, und das lass uns hier mal überlegen, wie wir hier beikommen, das lösen. Ich glaube, ich möchte das folgendermaßen machen. Wir haben hier. Hier lang. Das können wir noch ein bisschen größer machen. Ich finde, dass es definitiv auch bis nach hier vorne gehen sollte. So, und hier so machen. Okay, das ist gut und jetzt müssen wir halt eben nur noch mal schauen. Hier, guck mal, da ist auch noch so eine Trasse. Ich durchaus hier noch gern verbunden hätte. So. Und das ist, glaube ich, erstmal ganz schick, vor allen Dingen, weil wir können halt eben die Wiesen auch durchaus noch so ein bisschen da lassen. Ich möchte nur das Gras, glaube ich, noch schneiden, dass da geschnittenes Gras hinkommt. Und dann kann man hier halt eben durchaus so ein gemischtes Wohnviertel. Das hat dann so ein bisschen was von dem Wohnviertel, wo ich wohne. Die Häuser sind nicht ganz so hoch bei mir, aber halt eben sehr viel grüne Flecken noch mit dabei. Und so Wege zwischen den Häusern lang und all solche Geschichten. Finde ich gut. Und guck mal hier. Da wendet gerade unser Flixbus. Wir haben mal so ein bisschen so einen Blick hier auf dieses neue Viertel, das da jetzt so langsam entsteht. Und da machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Und gucken mal, wie wir diese ganze Geschichte noch ein bisschen dann pflegen werden. Wir werden jetzt erstmal die Plattenbauten angehen. Wir werden das Viertel, an dem wir jetzt zuletzt zum Schluss rumgebastelt haben, nochmal dann entsprechend angehen. Und dann schauen wir nochmal mit den restlichen Geschichten, die wir da haben, wie wir die dann noch verbasteln. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß heute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis denn. Ich bin raus. Ciao.